Wir fuhren nach Garat ins Autohaus und fanden einen super netten Kundenberater, der uns alle Fragen beantwortete, was es so mit Hybrid auf sich hat, was man da sparen kann, was Vorteile sind, was vielleicht Nachteile sind. Und dieser Kundenberater hatte auch ein perfekt ausgestattetes Probefahrzeug für uns, einen Jahreshybrid mit super Bemalung. Also was mein Mann da eben erzählt hat, stimmt ja nicht ganz. So einfach war die Entscheidung, ein neues Auto zu kaufen, nicht. Wir sind gefahren, Probefahrt hier, Probefahrt da. Und am besten hat mir gefallen von Toyota Hybrid die Probefahrt. Das war ein schwarzes Auto mit bunter Beklebung. Und wir konnten so lange Probefahren, wie wir wollten. Er lud uns sogar ein, nochmal ähm, Probe zu fahren, nachdem wir einen anderen Wagen gefahren hatten, um direkt zu vergleichen. Und wir haben hin und her überlegt, mein Mann und ich. Und ich hatte das Gefühl, habe ich einen Mann, der sich nicht entscheiden kann. Und dann beim Frühstück, beim Kaffee sagt er, Maike, entscheide du. Das habe ich denn getan und ich habe mich für den Hybrid entschieden. Schön beim Hybrid ist ja auch, dass die Automatik inklusive ist. Das bedeutet kein Schalten mehr und wenn Sie im Stau fahren, Sie merken ihn nicht. Einfach nur Bremse loslassen und dahin rollen. Super. Ich sollte noch was sagen zu Evel. Also, da muss ich ganz lobend hervorheben, unseren Verkäufer, den Namen habe ich zurzeit nicht parat, so wunderbar, wie er uns empfohlen hat, ohne aufdringlich zu sein, ohne frech zu werden und so, das war einfach toll. Ich muss dabei sagen, er war sehr sympathisch. Und wir sind wiederholt wiedergekommen und haben mit ihm gesprochen. Er hatte immer Zeit für uns. Und das hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass wir diesen Wagen gekauft haben. Das war's.